Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ich wollte euch unbedingt zeigen, was Sonja zu ihrem zweiten Geburtstag bekommen hat. Dieses Video dient natürlich niemals dazu, irgendwie anzugeben, aber ich finde es eine schöne Erinnerung, einfach, ja, wenn ich mir das später angucke, auch nochmal zu wissen, wer alles an sie gedacht hat und was sie generell so zu ihrem zweiten Geburtstag bekommen hat, damit ich vielleicht auch für die nächsten Kinder dann weiß, das war eine ganz gute Idee in dem Alter. Vielleicht ist da ja auch eine Inspiration für euch dabei und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Geschenken, die sie bei der Tagesmama bekommen hat. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie da auch wirklich so viel bekommt, aber richtig süß. Sie hat eine Karte bekommen und zwar haben sich da alle Kinder drin verewigt und auch die Tagesmama und alle, die dazugehören, haben einen kleinen Marienkäfer reingemacht mit ihren Daumenabdrücken und haben Sonja alles Gute gewünscht. Dann hat jedes Kind Sonja ein wunderschönes Bild gemalt. Das werde ich für Sonja abheften. Das Süße war ja auch, dass die Kinder damals, als Sonja im Krankenhaus war, ja auch so ein Bildchen gemacht haben, so eine ganze Mappe. Die habe ich auch gleich mit abgeheftet. Dann haben sie bei der Tagesmama so eine Krone gebastelt. Die hat Sonja leider schon ein bisschen auseinandergenommen, aber was will man erwarten? Sie haben ja auch eine Paw Patrol Party gefeiert und da waren dann auch die Paw Patrols drauf. Ja, bei ihrem Namen hat sie jetzt schon was abgemacht und hier fehlt auch schon ein kleiner Sticker. Aber hier steht auch drauf, dass sie 2 geworden ist und die Krone wollte sie den ganzen Tag über nicht abnehmen. Dann gab es von der Tagesmama auch noch diese Stifte und zwar von Stabilo Woody 3-in-1. Das sind so richtig schöne, dicke Stifte. Oh, ich habe zugeklebt. Die kann sie mir auch richtig gut halten. Also die finde ich wirklich mega. Da ist sogar ein Anspitzer mit dabei. Und dieses Buch hat so näher rauf und runter gehört zu ihrem Geburtstag. Und zwar zum Geburtstag viel Glück. Und da spielt auf jeder Seite zwar das gleiche Lied, aber immer mit unterschiedlichen Instrumenten. Hier ist eine Flöte, hier wäre eine Gitarre. So süß. Und dann feiern die Tiere alle. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass das leuchtet hier. Das ist ja süß. Am Ende feiern sie dann alle zusammen. Das ist so süß. Und das hat sie den ganzen Tag immer wieder angeguckt, das Buch an ihrem Geburtstag. Dann würde ich sagen, wir machen mit den Geschenken von meinen Eltern weiter. Die habt ihr ja auch schon im Geburtstagsvlog gesehen. Und zwar hat sie so eine süße Wasserpistole bekommen mit der Sky von Paw Patrol. Und ich habe allen Verwandten gesagt, sie braucht auf jeden Fall Kleidung in Größe 104 und auch gern schon größer für die nächsten Jahreszeiten, weil sie wächst ja auch. Und meine Mama geht super gern bei Ernstings Family einkaufen. Und da war wohl gerade eine Aktion, hat sie natürlich zugeschlagen. Hat sie näher so eine süße Hose bekommen, schon in der Größe 110. Da sind kleine Einhörner drauf. Dann in der Größe 104. Dieses süße Kleidchen mit den Blumen, das hat auch einen richtig schönen Stoff. Ich würde schon sagen, das ist Leinenstoff oder so ein Leinen-Baumwollgemisch. Und das ist richtig gut für den Sommer. Ich liebe es, im Sommer so ein Kleidchen anzuziehen. Dann auch wieder eine Größe 110, perfekt dann für den Herbst. So eine Hose. Und die hat sie, glaube ich, ja genau, die hat sie 2-mal bekommen. Ich glaube auch nochmal in der gleichen Größe, in 110. Dann hat sie dieses Kleidchen hier bekommen. Ich glaube, Mutti hat alles in größeren Größen geholt. Das ist jetzt in 128, aber da wächst sie ja auch rein. Und im Winter kann man ihr das auf jeden Fall mit einer weißen Strumpfhose anziehen. Dann sieht das auch richtig niedlich aus. Dann haben wir das hier, das ist Größe 104. Sieht schon fast ein bisschen knapp aus, aber im Sommer umso knapper, umso besser eigentlich.
Und das hier fand ich so süß, weil das ist nämlich ein großes Kleid. Ich glaube, das ist auch schon Größe 110. 3 plus. Okay. Ja, so eine ist ja so groß wie eine Dreijährige. Haben wir bei der U7 jetzt erst erfahren, dass sie ja in der Kurve ganz oben ist. Aber zu dem Kleid war auch so ein Puppenkleidchen für ihre Puppe und das ist einfach so niedlich. Und dann hat sie von meinen Eltern das größte Geschenk bekommen. Und zwar dieses Laufrad. Das ist 5 in 1. Quasi, das kann man zu einem Dreirad machen. Dann kann man hier hinten diese zwei Räder zusammenklappen. Dann ist es ein Laufrad. Dann, wenn sie noch größer ist, kann man hier auch diese Pedale runterklappen. Und dann kann sie auch damit losradeln. Hier der Lenker ist auch verstellbar. Es ist einfach alles nur mit drücken und das kann man natürlich dann auch hochstellen. Das hat meine Mama bei Amazon bestellt und ich fand das so süß. Ja, das hat sie ja extra geschickt. Wie gesagt, das könnt ihr auf jeden Fall auch im Geburtstagsblog sehen. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Geschenken weiter, die sie von uns bekommen hat. Da wir ja wussten, dass ja, ganz viele Verwandte was schenken werden, haben wir an Sachen gedacht, die wichtig sind. Und zwar hat sie jetzt von uns einen Helm bekommen für das Laufrad, wenn wir draußen unterwegs sind, dass sie einen Helm hat. Da war ich extra mit ihr im Decathlon und sie durfte sich aussuchen, welcher. Und wir haben uns auch beraten lassen, welcher denn gut sitzt. Und dann ist es dieser hier geworden. Dann hatte ich ihr noch ganz viel Kleidung auf Vinted bestellt. Ein großes Paket. Und zwar dieses süße T-Shirt, alles in Größe 104. Dann dieses T-Shirt. Dann sind hier noch ein paar T-Shirts. Dieses hier. Ich glaube, das ist sogar generell ein Dreier-Set gewesen. Das ist von H&M. Aber wie gesagt, ich habe es bei Vinted bestellt. Dann dieses hier. Und zwei kurze Hosen. Und zwar einmal diese gestreifte. Und eine etwas schickere Hose. Und in unserer anderen Tüte hier haben wir Spiele. Und zwar meine ersten Spiele, was passt zusammen. Das hat sie auch schon reichlich mit uns gespielt, findet sie ganz klasse. Dann haben wir noch, komm, wir kaufen ein, was ist wo im Supermarkt. Da muss ich selber erstmal gucken, wie das funktioniert. Aber da steht, für das Alter ist es auf jeden Fall geeignet. Werden wir mal gucken. Ich glaube, da kann man dann auch die Farben lernen und sowas. Dann haben wir das Spiel Obstgärtchen von Haber. Ist ja ganz bekannt, das Spiel. Und wir haben das hier. Ich zeige euch das mal. Ich packe euch das mal aus. Das habe ich auf Amazon bestellt. Das ist jetzt noch alles ein bisschen zusammengewürfelt, aber das ist ein Fädelspiel. Das sind verschiedene Tiere. Da ist ein Schwein, ein Huhn, eine Kuh und ich glaube ein Hund. Und da kann sie dann halt auffädeln. Das ist gut für die Feinmotorik. Und so näher braucht ihr generell so ein paar Spiele. Wir haben jetzt viel aussortiert, beziehungsweise müssen auch noch viel aussortieren, was einfach nicht mehr interessant für sie ist. Und im Moment mag sie richtig gern solche Spiele, deswegen kamen die dann mit zum Geburtstag. Dann würde ich sagen, machen wir mit Kevins Familie weiter. Von Oma und Opa hat sie auch nochmal ein Laufrad bekommen. Das haben wir jetzt aber dann bei Oma und Opa gelassen, dass die dann auch mit ihr fahren können. Deswegen kann ich euch das jetzt hier nicht zeigen, aber wie gesagt, das steht bei Oma Opa und dann können sie auch auf Spaziergänge gehen und sie dann mitnehmen. Das fand ich eine richtig coole Idee. Dann hat sie von Oma Opa bekommen, schau mal, was ist das? Farben. Langsam fängt sie auch an, die Farben zu lernen und das ist einfach ein richtig cooles Buch. Hier ist jetzt zum Beispiel Rot, Orange, Gelb. Das hat sie sich dann auch schon zum Geburtstag angeguckt. Dann gab es dieses süße T-Shirt. Ich meine, das ist jetzt Größe 98, sollte jetzt gerade noch so passen. Vor allem, weil es halt Crop ist, das soll ja so sein. Das müsste von Taco sein. Da
Dann haben wir hier ein Paw Patrol T-Shirt. War ja auch eine Paw Patrol Party. Und eine Shorts. Perfekt jetzt für den Sommer. Von Kevins Schwester hat sie auch noch einiges bekommen. Das ist ja auch ihre Patentante. Von ihr hat sie diese Hosen bekommen. In der Größe 104. Einmal in Grau und einmal in Pink. Und dieses wirklich wunderschöne Kleid. Ich liebe es. Es ist so schön. Es hat einen wunderschönen Stoff. Und ich bin einfach verliebt. Es ist ein so wunderschönes Kleid. Dann hat sie Glitzerkreide bekommen. Da hat sie sich super drüber gefreut. Die können wir auch bei uns auf dem Balkon benutzen. Wir haben da ja Fliesen. Das ist einfach nur cool. Damit mag sie richtig, richtig gerne malen. Dann hat sie Puzzle bekommen von Paw Patrol. Und zwar mit 3 Teilen, mit 5 Teilen, mit 4 Teilen und mit 6 Teilen. Müssen wir auch noch auspacken. Also, wie gesagt, Spiele sind im Moment bei ihr hoch im Kurs. Und das ist einfach nur richtig cool, dass sie jetzt da auch eine Auswahl hat. Und sie hat dieses Fishing-Toy bekommen. Das möchte sie am liebsten jeden Tag spielen. Und das nicht nur einmal. Und zwar ist das so ein bisschen Montessori-mäßig aufgebaut. Man kann hier die Fische angeln oder halt mit einer Zange die Bienen hier aus der Mitte rausholen. Und das ist halt super gut für die Feinmotorik. Ich finde es einfach nur toll. Das ist so ein tolles Spiel. Und wie gesagt, Spiele kann sie im Moment nicht genug haben. Wir müssen für sie dann mal noch ein Regal kaufen, wo wir die ganzen Spiele einsortieren können, dass die nicht nur rumstehen, weil im Moment ist ihr ganzes Spielzeug in einer Kiste drin und da findet sie einfach nicht das, was sie immer haben möchte. Deswegen müssen wir da mal noch ein bisschen Ordnung reinbringen. Dann hat sie von Kevins Großeltern bzw. von ihren Urgroßeltern auch was bekommen. Achso, das hier ist noch von Kevins Eltern. Und zwar so ein Ball, der leuchtet. Dann diese kleine Rapunzel und eine Halskette. Ich glaube, dazu war auch noch ein Armband, aber fragt mich bitte nicht, wo das hin ist. Jetzt kommen wir noch zu den Sachen von ihren Urgroßeltern, beziehungsweise auch von der Großtante. Wenn das Kevins Tante ist, ist das ihre Großtante, oder? Ja, von den einen Oma und Opa hat sie Geld bekommen. Und von Kevins Oma und von ihrer Tante ist jetzt hier alles zusammengemischt, deswegen weiß ich jetzt nicht, von wem was ist. Aber die haben beide daran zusammengedacht. Und bei diesem Kleid habe ich fast angefangen mit weinen. Das ist jetzt in Größe 104. Und dieses Kleid hatte sie auch in 68. Und das sah so schön und so süß an ihr aus. Und ich war so traurig, dass es nicht mehr gepasst hat. Und jetzt hat sie es einfach wieder in der großen Größe und ich bin einfach so happy darüber. Dann gab es von Kevins Oma von Paw Patrol ein Badeponcho. Sowas hat sie noch gar nicht. Sie hat zwar einen Bademantel, aber keinen Badeponcho. Und den finden wir so cool. Mit der Sky natürlich drauf. Dann dieses wunderschöne Kleid. Oder ist das eine Latzhose? Das sieht aus wie ein Latzhosenkleid. Ist so wunderschön. Also da hat Kevins Oma oder auch Kevins Tante richtig Geschmack bewiesen. Das ist sowas von meins. Alle Kleidungsstücke, die sie bekommen hat, sind sowas von meins. Also sie wird so süß aussehen. Dann hat sie noch eine Karte bekommen. Da ist bestimmt wieder Geld drin. Und das kommt alles auf ihr Sparkonto. Dann hat sie bekommen Bio-Knusper-Schildkröten von Fruchtbar. Einen Hippie. Der ist jetzt mit Drachenfrucht. Den anderen Hippie, den sie bekommen hat, hat sie schon gegessen. Dann sind hier noch kleine Spangen drin. Spangen gehen bei uns immer verloren. Oder spätestens bei der Tagesmama gehen sie verloren. Hier ist das Armband. Ich habe doch gesagt, das liegt noch irgendwo. Dann ist hier auch noch eine kleine Karte. Und Leggings. Wow. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Einmal in so einem wunderschönen Blau mit Punkten. Und in Gelb, die sind ja richtig schön. Die sind jetzt in Größe 98, aber die sollen sowieso nur so 3/4 lang sein. Also werden die auf jeden Fall passen. Das ist ja mega cool. Die Hosen habe ich noch gar nicht gesehen. Dann haben wir hier noch von meinem Bruder und seiner Frau. Auch noch ein ganz, ganz tolles Paket. Oh, irgendwas ist ausgelaufen.
Wir waren ja jetzt am Wochenende bei meinen Eltern und da hat sie die auf der Rückfahrt schon gegessen. Die Knusperreisbällchen von Billy Tiger. Die riechen absolut nicht gut, aber schmecken ihr. Dann eine Badekugel. So eine riesige, die werde ich dann zerteilen, dann kann man die öfters benutzen. Dann gab es noch so eine coole Badekugel, da ist eine Figur drin. Ich habe gerade gesehen, die ist auch für den Pool. Ob das jetzt so gut mit dem Chlor ist, weiß ich jetzt nicht. Ich würde sie lieber für die Badewanne benutzen. Aber da sind auf jeden Fall Figuren drin, das ist mega. Dann ein Badeschaum zum Kneten und Spielen in Lila. Noch ein Badezusatz, Mermaids Only. Mir liegt es ja zu baden. Dann, das habe ich noch nie gesehen, Badeglibber von Bübchen. Das ist wohl, ja, Duschgel, aber sieht halt irgendwie cool aus. Dann nochmal zwei Badezusätze von Teti Sept mit Limette Kokos oder mit Himbeere und Mandelblüte. Und das haben die Kinder dann schon ausgepackt. Ich habe mir so ein paar Sachen ausgesucht, die meiner Nichte und meinem Neffen nicht mehr passen. Die kann ich euch dann mal im Vlog zeigen. Aber in der Zeit haben die Kinder halt im Garten gespielt und haben dann schon diese Barbie ausgepackt. Denn es war super warm, da war der Pool aufgebaut. Richtig schön. Da haben sie dann zusammen gespielt. Ich finde die auch so cool, vor allen Dingen, weil der Schweif so glitzert. Bevor ich das hier vergesse, das ist von Freunden von Kevins Mutter. Also, ja, von Oma, Opa, Freunde. Und zwar hat sie von denen diesen Wal bekommen. Der sieht handmade aus, der ist aber von Feen. Den liebt sie auch. Der hat auch so einen ganz, ganz tollen Stoff. Und sie hat von Tinti Badesafari bekommen. 5x Badespaß. Da will ich jetzt selber mal reingucken, wie das aussieht. Ach, das sind verschiedene Sachen. Einmal so ein Zauberbad ist da drin. Knisterzauber. Und dann drei von diesen hier. Badeseife. Oh, so eine Knetseife. Wir hatten die mal. Und die war so ekelhaft in der Badewanne. Ich weiß nicht, ob ich die benutze, aber die anderen Sachen sind auf jeden Fall gut. Richtig süß. Ja, dass die auch noch an so mehr gedacht haben, das ist wirklich niedlich. Dann haben wir von der Freundin, die wir damals im Krankenhaus getroffen hatten, wer sich erinnern kann, wer mich schon so lange verfolgt, Sonja hatte ja im August 22 ihre erste OP hinterm Ohr und da hatten wir ein Neugeborenes bei uns auf dem Zimmer und ich habe mich da mit drum gekümmert, weil die Mama selber auf der Intensiv lag und seitdem sind Sonja und die kleine Maus befreundet und wir schreiben uns halt auch immer. Die kleine Maus wird jetzt fast schon ein Jahr alt, das ist richtig krass. Und die haben uns auch ein super süßes Paket gesendet, das ist überhaupt nicht nötig gewesen. Aber da drin waren von Fruchtbar die Bio-Laugenherzen. Von Mowgli Apfel-Kirschkekse. Dann von Nivea Kids 3-in-1 Duschgel, Shampoo und Spülung. Ganz viele Quetschis. Und zwar von Fruchtbar Apfel-Waldfrucht. Dann Erdbeer-Apfel und Wassermelone, Erdbeer-Apfel-Birne, Melone und Reis. Dann waren hier noch Riegel drin von Baby Vita. Und noch ein Sprudelbad, mein Einhorn. Noch eine kleine Geburtstagskarte, die hebe ich natürlich immer auf. Und ein super süßes T-Shirt. Ich weiß ja genau, was auch ihr Geschmack ist. Also die Mama von der kleinen Maus, die mag es eher sehr neutral. Deswegen weiß ich auf jeden Fall, was wir ihr im August zum Geburtstag schicken können. Und dann kommen wir noch zu diesem Riesenpaket hier hinten. Ich denke, sonst habe ich euch alles gezeigt. Das hier ist von ihrer Patentante Shirin. Wie gesagt, wir waren ja jetzt am Wochenende oben gewesen und haben das da mitgenommen. Wir fangen jetzt erstmal mit der Kleidung an. Also Shirin hat wieder komplett übertrieben. Und zwar hat sie jetzt schon Größe 110 dieses T-Shirt mitgenommen mit den Streifen. Dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, ob sie sowas trägt, aber das ist einfach so süß. Und wenn sie es nur für ein Bild trägt, das ist super niedlich.
Sie hat alles schon ein bisschen größer gekauft, was ja auch absolut gut ist, damit Sonja da reinwachsen kann. Dann so ein süßes Kleid. Wie gesagt, ich liebe so mehr Kleider anzuziehen. Das hier ist ein Nachthemd. Richtig süß. Für den Herbst perfekt vom Stoff her. Dann dieses Kleid noch. Und dann hat sie diesen Badeanzug besorgt. Und Leute, wir brauchten so dringend einen Badeanzug. Wir hatten jetzt einen gehabt, den haben wir anprobiert. Und der war so eng, das ist ihr richtig eingeschnitten. Und jetzt hat sie endlich wieder einen Badeanzug. Ja, toll. Shirin weiß einfach, was wir brauchen. Und dann gab es selbstgenähte Kinderkleidung von ihrer Kollegin. Die macht das nämlich und die hat uns schon bei Sonjas Geburt was genäht. Und das ist einfach so toll. Das ist jetzt perfekt für den Herbst. So ein Schal, den kann man sogar wenden. Da ist ein anderes Muster dann drin. Und dazu die passende Mütze. So eine richtig süße, dünne Mütze. Wie gesagt, für den Herbst perfekt. Hier ist auch nochmal so eine süße Mütze. Und dazu auch den passenden Dreiecksschal. Und dann gab es hier noch mit den Einhörnern. Richtig schön. Die könnte man auch nochmal umdrehen. Dann ist sie einfach nur blau. Und dann für den Winter einfach nur perfekt. Und ich liebe dieses Design. Oh mein Gott. Die ist so richtig schön kuschelweich. Das ist ein Loopschal mit der passenden Mütze. Und dann gab es noch diese Mütze und der passende Schal dazu liegt gerade noch unten im Auto. Aber die sind so schön für den Winter. Einfach nur perfekt, wirklich. Und ich liebe ja selbstgemachte Kinderkleidung. Dann gab es noch ein Showergel und Shampoo mit der Sky drauf vom Paw Patrol. Das riecht so richtig nach Bubblegum. Sonja wird sich so freuen. Und von Tante Shirin gab es diesen riesen Sand- und Wasserspieltisch. Und wir waren da. Und Shirin hatte das dann schon aufgebaut, weil es halt schon warm war, weil wir dann auch noch den Geburtstag von ihrem Freund gefeiert haben und auch Shirins Geburtstag noch nachgefeiert haben. Haben sie das aufgebaut, wir haben Sonja ausgezogen und dann konnte sie da richtig schön mitspielen und sie hat sich wirklich über Stunden, wir saßen da mit Sonja 3 Stunden, bevor wir sie dann zu meinen Eltern gebracht haben. Und sie hat sich die ganze Zeit mit diesem Ding hier beschäftigt. Das ist so cool und das ist auch perfekt für unseren Balkon jetzt hier. Also Sand würde ich da jetzt nicht reinmachen. Ich weiß nicht, wie gut man den wieder sauber bekommt dann. Aber dafür haben wir ja unsere Sandmuschel und hier würde ich wirklich einfach nur Wasser reinmachen. Das ist richtig cool, wenn man hier oben dann das Wasser reinmacht, dann drehen sich diese Rädchen. Dann gab es da ganz viel Spielzeug zu. Also auch 2 Boote gab es dazu und sie hat die ganze Zeit damit gespielt und auf die Schippe ein bisschen Wasser genommen und den Hund was zu trinken gegeben. Also das war eine richtig, richtig gute Idee und wir werden den jetzt auch dann wieder aufbauen. Dann kann sie auf unserem Balkon spielen. Später, wenn wir mal ein Häuschen haben und vielleicht sogar einen Garten, hätte ich gern sowas aus Holz. Aber der tut es jetzt völlig und wir sind einfach richtig begeistert. Der ist richtig, richtig cool. Dann die letzten Sachen, die ich euch noch zeigen wollte. Und zwar gab es bei DM und bei Rossmann wieder Gratisprodukte zum Geburtstag. Es gab von DM so einen Rucksack. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, da ist was drin, aber es gab diesen Jutebeutel-Rucksack. Und von Rossmann gab es dieses T-Shirt. Und zwar Ich bin schon 2 mit dem kleinen Esel drauf. Und das war's. Das ist alles, was Sonja zum Geburtstag bekommen hat. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber es ist wirklich reichlich und wieder viel zu viel. Ich werde jetzt die ganzen Kleidungsstücke erstmal waschen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!